Ich glaube, ich nehme mal SPC aus der Luft und versuche meine Phoenix-Taktik. Oder den hier, weil der gleich Phoenix dabei hat. Nee, ich nehme SPC aus der Luft. Weil ich demnächst dann auch, ich will dann auch Overlords pumpen und so. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So, dann schalte ich gleich mal Phoenix frei. Und platz hier auch welche, die hier so ein bisschen reinflanken. Genau. Zack. Aktion, Reaktion. Ja, natürlich bogenlich. Bogenlich ist, glaube ich, Anti-Air. Aber bevor der überhaupt irgendwas tun kann, wird er, glaube ich, gleich abgeschossen. Ah, der ist so gut wie One-Shot. Okay, Kapitulation. Was? Hat sich ja noch nie. Okay, gut, mach. Okay, krass. Warum nicht? Wenn man sieht, man verliert die erste Runde, gleich rausgehen, Digga. Das Schlechte ist jetzt nur, ich habe keine Erfahrungspunkte dafür bekommen. Anscheinend. Schade, sehr schade. Ich auch ein. Okay. Der Drüsenlord. Kampfkraft 1. Digga. Ja, ja. Okay. Aber das heißt ja nichts. Wahrscheinlich verdient er sich jetzt an mir seine ersten Erfahrungspunkte. Aber ich versuche es gleich nochmal mit dem Kostenkontrolle SPC erhalte. 100 zusätzliche Vorräte pro Runde verringert, aber den Angriff aller Einheiten. Bla 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 bla. Elite. Das klingt gut. Das nehme ich. Also doch erstmal nicht meine Phoenix-Taktik. Ich versuche es nochmal mit Artillerie und dem Elite-Guy. Kann Einheiten der Stufe 3 rekrutieren. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier mit ihm erreichen können. Nee, ich lasse die erstmal rankommen ein bisschen. Oder? Nee. Ich muss sie ja am Kampf binden. Ich meine, ich kann eine Einheit zum Flanken reinsetzen, aber ich muss die am Kampf binden, um die mit der Arti zu schießen. Ja. Okay, wieder Metallkugeln. Und diesmal versuche ich es mit Artillerie. Okay, er schaltet schon sehr viel in der Kommandozentrale frei. Besorgt ihr 200 Vorräte, Massenrekrutierung und Rekrutierung von Eliten. Okay, ja. Ja, wir brauchen Artilleriefeuer auf die Metallkugeln. Bitte, 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 bitte. Ja, das ist eigentlich schon los. Ja. Hat er gut gemacht. Schade. Sehr, sehr schade. Naja. Okay, kriegen wir aber noch bestimmt. Das Dumme ist jetzt nur, dass die ganzen Metallkugeln leveln. Wahrscheinlich. Überspringe ich. Obwohl, nee, nur das eine Bogenlicht hat gelevelt.
gucken wir mal, ob das was bringt. Komm schon, tun Sie was. Ich muss auch was trinken. Quatsch die ganze Zeit und trinke nichts. Interessant, interessant, interessant. Ich brauche auch unbedingt Reichweite auf der Artillerie. Ist einfach zu weit hinten. Könnte schon feuern. Hier viel früher. Ist gut, dass wir die Metallkugeln ja vernichtet haben. Es war schon deutlich knapper. Leveln. Ah, die Kugeln sind gelevelt. Okay. Die in der Mitte haben jetzt mehr Angriff. Auch mehr Reichweite. Aber ob das reicht, wir wissen es nicht. Da lässt sich eindeutig zu viel Zeit. Das ist psychologische Kriegsführung hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Metallkugeln schon ein bisschen mehr Feuer. Oh, Rhino von der Seite. Der flankt und räumt jetzt auf. Oh nein. Das ist... Ich bin halt in einem Flow drin, wo ich nur reagieren kann. Und ich möchte halt einfach, dass er auf mich reagieren muss. Deswegen muss jetzt irgendwas passieren hier. Der mit diesem Gegenstand ausgerüstet und erleiden in den ersten 16 Sekunden des Kampfes weniger Schaden. Ich hoffe, die Crawler machen den hier gleich. Das Nashorn. Bin mir aber beim Nashorn überhaupt nicht sicher, ob der Crawler, der da immun gegen ist. Aber eigentlich machen die Crawler ja ziemlich viel Nahkampf-Damage. Ja, wie gesagt, ich bin halt noch sehr neu in dem Game. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder sowas, schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir das durch. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich freue mich drüber.
nämlich nicht so gut aus. Ja. Ich glaube, um den zu machen, brauchen wir ein paar Backline-Scharfschützen. Gewitter habe ich mega Bock drauf. So, du kümmerst dich erstmal um den und den Rest, den kriegen wir auch noch hin. Der Oberherr gegen das Nashorn. Ich glaube, es könnte was werden. Entscheiden Sie sich jetzt, Mr. Drüsenlord. Nein, dieses Bild, Alter. Conor McGregor mit dem Gesicht von Trump. Witzig. Komm schon, lass dir nicht so viel Zeit. Nashorn ist gar kein Problem mehr. Hier kommen zu viele Crawler durch. Aber dafür haben wir jetzt den Oberlord. Ah, jetzt kommt das zweite Rhino von der Seite. Aber er hat keine Anti-Air. Außer die Bogenlichter. Nee, die Bogenlichter? Auch nicht. Könnte jetzt der Point of No Return sein. Wenn ich jetzt jede Runde einen Overlord pumpe. Weil jetzt muss er darauf reagieren. Muss er Anti-Air produzieren. Muss er auf mich reagieren. Das ist nicht schön. Nur für die. Ach Mann, ich kaufe immer dieses Item und vergesse dann, dass ich das gerade nicht einsetzen kann. So, den rüsten wir gleich mal auf. Jetzt hat er gleich keinen Bock mehr. Hoffe ich. Crawler können wir immer aufrüsten. Okay. Ja, da kriegen wir gleich so einen krassen Weltuntergangs-Bombardement-Schlag da in die Mitte. Na, komm schon. Mr. Drüsenlord. Was hier los? Warum brauchen sie immer so lange? Und Schmelze. Ja, das ist eine gute Methode gegen Overlords, glaube ich. Eine Schmelze. Wo stellt er sie hin? Nein, lässt er sie flanken? Oh, er lässt sie flanken. Laufen wir mal. Dass wir den machen, bevor
Oh nein. Oh nein. Da ist er, da ist er. Los, 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 los. Mach ihn tot. Mach ihn tot. Mach ihn tot. Ein Overlord ist mir geblieben. Der hat jetzt 85 Sekunden Zeit, hier alles zu clearen. Toll. Eigentlich muss ich jetzt nur gegen die Schmelze reagieren. Wie mache ich das am besten? Mit einer anderen Schmelze, glaube ich. Ich hoffe, ich habe genug. Ich kriege jetzt genug Ressourcen, um Schmelze einzuschalten. Ja, 200 kostet mich das entsperren. Ja. Schmelze gegen Schmelze. Ohne zweiten Overlord hätte ich auch leveln sollen. Egal. Das wird jetzt interessant hier. Jetzt könnte ich meine Barriere drauf machen. Ja, jetzt. Ja, sehr schön. Mal sehen, welche Schmelze gewinnt. Eigentlich müssten die sich gegenseitig zerstören. Außer er macht jetzt noch ein Upgrade auf die Schmelze. Und er schickt hier noch eine zweite Schmelze in den Ring. Schieß drauf, schieß drauf, schieß. Oh, schade. Schade, schade. Seine beiden Schmelzen sind durchgekommen. Ja, ich glaube, ich schicke den Drüsenlord jetzt seine ersten Erfahrungspunkte. Alter. Ah, ja. Zurück zur Lobby.